Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Heute ein Special, und ich habe schon viele Specials angekündigt, aber heute ist es wirklich Special, denn ich freue mich ganz besonders, dass wir bei BMW zu Gast sein dürfen im Rahmen des 24-Stunden-Rennens hier auf der wunderbaren Nordschleife, die sich gerade nicht in bester Wetterverfassung zeigt, aber wir sind hier trotzdem zum Feiern, und zwar 50 Jahre BMW M. Und dazu gibt es eine ganz besondere Geschichte, nämlich ein BMW-Legendenrennen mit diesen wunderbaren Autos. Und hier sieht man schon den Namen. Prinz Poldi von Bayern wird auch dabei sein und ganz viele andere große Namen. Und einen ganz großen Namen habe ich auch noch mitgebracht. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn aus seinem Gemüsebeet zu Hause aus Much rausscheuchen kann. Rainer Braun. Ja, danke Carsten für diesen freundlichen Empfang hier am unfreundlichen Nürburgring. Ich hoffe, das mit dem Wetter macht sich noch. Wir werden heute tatsächlich Legenden bei uns haben, mit denen wir reden über dies und das, über das 24-Stunden-Rennen, über BMW, über das Jubiläum. Es sind Generationen, die sich bei uns einfinden. Der Jüngste wird 20 sein und der Älteste ist 79. Das musst du dir mal vorstellen. Dazwischen liegen allein schon 3, 4 Rennfahrergenerationen. Mit denen reden wir heute. Und ich freue mich da richtig drauf, weil es sind alles Leute, die bis auf den 20-Jährigen natürlich, die mich begleitet haben durch mein Motorsportleben, durch mein Reporterleben. Und ich freue mich auf einen Johnny Cecotto und auf einen Jochen Maas und auf einen Dirk Adorf. Das ist das Nesthäkchen, das ist der jüngste von allen. Muss man sich mal vorstellen. Bei den richtig Gestandenen. Dirk Adorf ist zwar mit 52 noch, wie gesagt, richtig im Futter, was auch hier dieses M2-Rennen angeht, aber er ist kein richtiger Rennfahrer mehr. Er ist eigentlich ein Kollege von mir, nämlich in erster Linie Fernsehmann. Und er macht das fantastisch. Und er macht das, ne? Top. Also man hört, da hört man gerne sagen, zu. Ja. Und er ist außerdem Betreuer der BMW Junioren, der neuen, die ja nur eine Sensation sind für mich, was die drei aufführen. Reden wir mit Max Hesse drüber, ja. Und natürlich mit Jochen Nerpasch, der das ganze Programm so mal angefangen hat. Und nicht nur das, der hat ja so viel gemacht. Die MGMH gegründet, er hat die Artcast gemacht. Mal sehen, was man ihm heute entlocken kann alles. Den Jochen Nerpasch habe ich seit 1962 durch den Motorsport begleitet. Stell dir das bitte mal vor. Und heute sehen wir uns wieder. Der Mann ist 83, ich bin ein Jahr jünger. Ja, also, was willst du mehr? Das ist was für Gänsehaut heute. Ja, absolut. Franziskus van Meel, der aktuelle M-Chef. Also, wir spannen hier heute einige Bögen und ich freue mich ganz besonders drauf. Danke, Rainer, dass ich dich hier nochmal aktivieren durfte. Also, ich freue mich tierisch und da hätte ich jeden Termin abgesagt dafür. Das muss jetzt sein, das machen wir jetzt. Ende. So soll es sein. Alles klar, viel Spaß. Also, willkommen zu unserer ersten Runde und ich freue mich ganz besonders über Franziskus van Meel, vielen Dank, dass Sie da sind, und Jochen Nerpasch, den Gründungsvater der BMW MGmbH vor 50 Jahren. Wenn Sie daran jetzt zurückdenken, unter welchen Voraussetzungen sind Sie eigentlich angetreten damals bei BMW? Also die Voraussetzungen waren eigentlich fantastisch. Rainer Braun wird das wissen, das war die Hochzeit des Tourenwagensports in den Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Wir hatten Rennen hier am Nürburgring, 6-Stunden-Rennen mit über 200.000 Zuschauern. Wir hatten Formel-1-Fahrer, bis zu 10 Formel-1-Fahrer in den Tourenwagen. Das war eine fantastische Zeit. Und das war die große Zeit der Kämpfe Ford gegen BMW. Ich war damals noch bei Ford für den Motorsport zuständig. Wir haben die Capris entwickelt, die wurden sehr schnell, das waren leichte Autos. Wir haben gewonnen und wir haben die BMW Coupés, das waren damals die 2800 CS Coupés, geschlagen. Wir haben die Europa-Tourenwagenmeisterschaft gewonnen 1971. Und dann bekam ich plötzlich einen Anruf im Januar 1972 von Bob Lutz. Der hatte gerade gewechselt von General Motors zu BMW, hat das Vorstandsressort Vertrieb, Marketing und damit auch den Motorsport übernommen. Dann rief mich abends an und sagte, also ich kann das nicht sehen, dass unsere Autos von den Capris geschlagen werden. Wir müssen unsere Motorsportorganisation neu organisieren, ob ich denn Interesse hätte, da mitzumachen. Und das war der Anfang. Ich habe dann lange überlegt, war für mich eigentlich, meine erste Reaktion war, warum soll ich gehen? Bei Ford haben wir das beste Auto, wir haben das beste Fahrerteam. Warum soll ich jetzt nach München gehen? Aber dann habe ich mir überlegt, BMW mit dem Motorsport, das ist Vergangenheit, wenn die eine neue Motorsportstrategie errichten wollen, dann kann man in die Zukunft denken. Und das war für mich eigentlich der Anlass, wieder was Neues zu versuchen. Bin dann gleich nach München gefahren mit dem Auto, habe Bob Lutz getroffen. Er hat damals noch keine eigene Wohnung gehabt. Er hat in einem Apartment im Arabella-Haus gewohnt. Wir haben die ganze Nacht diskutiert, haben die Pläne entwickelt, eine eigene Gesellschaft zu gründen.
sind am nächsten Morgen gleich zu Herrn von Kuhnheim gegangen, haben Shakehands gemacht und dann war ich bei BMW. Das war im Januar. Als ich dann nach Hause kam und bei Ford, meinem Chef, damaligen Chef, Klaus Banzhaf, sagte, ich gehe jetzt nach München, sagte er, aber du bleibst noch hier bis zum Ende deiner Kündigungsfrist und machst noch die ersten Rennen für Ford mit. Deshalb bin ich dann erst am 1. Mai 1972 nach München gezogen. Das hatte ich aber nicht davon abgehalten, mein lieber Jochen, auch den Kollegen Stuck noch mitzunehmen am Jahresende, gell? Ja, den hatte ich von München nach Köln geholt. Und hast du wieder nach München zurückgebracht. Dann habe ich aber gleich wieder mit zurück nach München. Du hast mir mal gesagt, dass du in München, wir haben ein ganz frühes Interview gemacht, als du gerade in der Preußenstraße eingezogen warst und die GmbH gegründet waren, hast du mir mal gesagt, ich habe hier in München bei BMW ein Paradies vorgefunden. Und das bringt mich auf die Idee, den Herrn van Meel zu fragen, was er denn bei seinem Amtsantritt für ein Paradies vorgefunden hat. Ja, ich hatte eine ähnliche Geschichte wie der Herr Meerpasch, nur anders. Ich war ja noch Geschäftsführer der Quattro GmbH und auch für das Thema Kundensporter zuständig. Und der Herr Dies ist mit mir ins Gespräch gekommen, damals war er noch bei BMW, ob ich mir denn nicht vorstellen könnte, die M GmbH zu machen. Und ich habe spontan gesagt, das mache ich ab sofort, wenn es geht, weil das ist der stärkste Buchstabe der Welt. Und das ist auch eine Marke, die schon sehr lange sich selbst sehr treu ist und sehr, sehr authentisch ist. Und was mich nur ein bisschen beunruhigt hat am Anfang, war dann noch die Aussage, aber wir haben jetzt auch BMW i. Und dein Job wird auch sein zu gucken, wie geht das dann mit M eigentlich weiter, wenn i jetzt so groß wird. Und ich habe gesagt, naja, vielleicht ist es ja alles gar kein Widerspruch, aber M bleibt schon der stärkste Buchstabe der Welt. Und wir haben dann vereinbart, ich lege jetzt los und guck einfach mal, was wir aus M machen können, aber es war gar nicht so schwierig, weil die Geschichte aus dem Motorsport kommend, der Übertrag in die Serienfahrzeuge, das war so ein einmaliges BMW M-Thema und zwar schon sehr lange, von Anfang an, dass es ja eigentlich logisch ist, wie man auch weiterhin erfolgreich sein kann und immer mehr von diesen schönen Autos machen kann und im Motorsport erfolgreich sein. Also es muss Ihnen ja von Anfang an gut gefallen haben bei der M GmbH, denn Sie sind ja schon zum zweiten Mal jetzt da. Sie hatten ja mal eine kurze Pause und haben dann die Entwicklung eines anderen Modells beaufsichtigt sozusagen und jetzt sind Sie wieder zurückgekehrt und sehen vor allem einen erfolgreichen M4 GT3, der am letzten Wochenende, also das war für mich fast unfassbar, an zwei Fronten gewinnt der jeweils zweimal. Und das auch noch mit derselben Teamführung, ich glaube, es war ein Schubert-Auto jeweils. Und die Junioren haben überdies auch, das sollte man nicht vergessen, hier bei dem Vortraining, bei der Qualifikation, die hätten wahrscheinlich auch zweimal gewonnen, wenn das eine Auto nicht noch 60 Sekunden oder 30 Sekunden drauf bekommen hätte. Also das ist schon ein Wochenende gewesen für euch, da kann man nur sagen, alle Achtung, ja. Also man kriegt ja schon fast ein bisschen Angst nach so einem Wochenende, zumal es ja unmittelbar vor dem 24-Stunden-Rennen ist. Aber wir sind trotzdem happy. Der Thorsten Schubert lief hier durchs Fahrerlager mit einem Smile von Ohr zu Ohr. Ja, also mehr ging ja nicht. Also der war total glücklich. Und wir natürlich auch. Jetzt wird es halt spannend beim 24-Stunden-Rennen. Aber die Autos sind gut, die Fahrer sind gut, die Teams sind gut. Wir sind guter Dinge, aber es sind halt 24 Stunden. Ein wichtiges Thema war ja auch besonders von Ihnen die Jugendförderung oder die Nachwuchsförderung. Jetzt kommen wir gleich mal auf das erste Thema der BMW Junioren. Wie ist die Idee entstanden und wie hat sich das verändert, die Nachwuchsförderung bis heute? Ich meine, Sie betreuen ja auch die aktuellen Nachwuchsfahrer. Ja, zunächst einmal, ich bin ja früher selber Rennen gefahren und zu der Zeit, als ich Rennen gefahren bin... Da muss ich sagen, nicht schlecht, mein Lieber. Gell? Du warst einer der Besten überhaupt. Das sollte man bei der Gelegenheit auch festhalten. Danke sehr. AC Cobra, Borgward, Volvo, deutscher Meister, Rundstreckenmeister und was weiß ich nicht, Porsche-Werksfahrer. Du warst ja noch Porsche-Werksfahrer, als du bei Ford schon unterschrieben hattest als Sportchef. Das muss man sich mal vorstellen heute, das geht ja gar nicht mehr. Aber er hat alles, was er angepackt hat, hat er auch zum Erfolg gebracht. Auch auf der Piste. Also die Geschichte muss ich eigentlich noch erzählen. Ich bin 1968 war mein letztes Jahr als Professional Race Driver. Da bin ich für Porsche gefahren. Wir sind die Sportwagen-Weltmeisterschaftsrennen gefahren. Erste Rennen war in Daytona Beach. Da haben wir im Gesamtklassement gewonnen. Das zweite Rennen war Sebring. Da waren wir im Gesamtklassement Zweiter. Und dann kam ich nach Hause. Da lag ein Brief auf meinem Schreibtisch von Ford in Köln. Sie wollten eine Rennabteilung aufbauen, ob ich nicht Interesse hätte.
Und dann habe ich schlaflose Nächte gehabt. Ich war damals 29 Jahre alt, war auf dem Höhepunkt meiner Rennfahrerkarriere. Also ich hätte noch gut 3, 4, 5 Jahre weitermachen können. Und dann ein Angebot, eine Rennabteilung aufzubauen, habe ich dann gemacht. Ich habe übrigens auch im Mai unterschrieben als Rennleiter bei Ford Köln. Habe die Saison aber mit Porsche noch weitergefahren. Bin die ganzen letzten Rennen noch weitergefahren als Ford Manager, Werksfahrer von Porsche. Und der Höhepunkt war ja, wir haben damals das 24-Stunden-Rennen in Le Mans im Herbst gehabt, weil im Mai beim normalen Termin waren die Studenten unruhen. Da wurde das Rennen als letztes Rennen zur Sportwagen-Weltmeisterschaft in Le Mans ausgetragen im Herbst. Ich war als Porsche-Rennleiter mit dem Rolf Stommelen zusammen in Porsche 907 und die Weltmeisterschaft wurde entschieden zwischen Ford und Porsche. Hätte ich auf Porsche gewonnen und wir hätten gewinnen können, wir hatten Lichtmaschinenschäden. Rolf Stommelen hat noch die schnellste Runde gefahren. Immerhin sind wir noch Dritter geworden, aber hätten wir gewonnen, hätte ich als Ford-Rennleiter die Ford-Weltmeisterschaft kaputt gemacht. Das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Ein schöner Einstieg gewesen. Wirklich, ja. Eine Mega-Geschichte. Ja. Ich muss nochmal, ehe ich es vergesse, Jochen, muss ich nochmal auf das Jahr 73 zurückkommen. Das war praktisch nach deinem Einzug in der Preußenstraße dein erstes volles Jahr bei BMW. Du hast dann mit eigenen Waffen das Auto geschlagen, was du selbst mit dem Martin Braungart auf die Schiene gesetzt hattest, den Cabrio S. Für mich war das Jahr 1973 mit dem BMW CSL Coupé das Tourenwagenjahr der Geschichte überhaupt. Es war für mich das Dramatischste, Faszinierendste. Ich habe durch die Streckenreportagen, durch das Schreiben das alles ja hautnah erlebt. Du hast vorhin gesagt, großer Preis der Tourenwagen. Es waren nicht 10 Formel 1 Fahrer, es waren 14. Das nur nebenbei. Ja. Die haben gesessen in deinen Autos, in den Cabris. Es war übrigens für Ford ein Desaster damals. Alle drei Cabri ausgefallen, 2 lagen auf dem Dach. Der Glemser ist in Wehrseifen verunfallt. Der Jochen hat sich überschlagen, lag auf dem Dach. Nicht du, der Jochen Maas. Den werden wir heute auch noch zum Gespräch hier hören und sehen. Und am Ende hat BMW einen Doppelsieg, ich glaube mit Stuck Aimen und mit, hilf mir weiter. Das war, glaube ich, der Niki Lauda mit dem... Hans-Peter Jost. Ja, genau. Ja. Ja. So, und ich wollte sagen, dass das für mich das Erlebnis schlechthin in Sachen Tourenwagen war. Ist bis heute für mich nie getoppt worden. Ich weiß nicht, ob du es genauso siehst. Ja, das war für mich ganz genauso. Es war eine unglaubliche Hochzeit des Motorsports, Tourenwagensports. Aber man muss mal bedenken, wir haben mit 5 Leuten im Mai 1972 begonnen, haben noch erst eine Werkstatt aufbauen müssen, haben das ganze Team zusammensetzen müssen, mussten noch 1000 Autos homologieren und dann das Rennauto konstruieren. Und bereits im ersten Jahr haben wir die Fords geschlagen. Das war für mich ein super Erfolg. Aber das ging natürlich nicht gleich. Die ersten Rennen waren noch schwierig, da haben die Cabris noch gewonnen. Du wirst dich erinnern, in Monza, da sind wir noch ein bisschen hinterhergefahren. Da sind wir noch mit dem 3,2-Liter-Motor gefahren, mit dem 2-Ventiler. Und jetzt zum 6-Stunden-Rennen hier auf dem Nürburgring, da haben wir die Evolution gezündet, haben den größeren Motor eingebaut und haben vor allen Dingen die Aerodynamikteile homologiert. Und von dem Tag an sind, glaube ich, unsere Autos nicht mehr geschlagen worden. Die sind heute noch Kult, die CSL, das will ich dir sagen. Ja. Auch im historischen Sport. Die Leute stehen davor, jüngere Jahrgänge, ältere sowieso, die haben Gänsehaut, wenn sie vor diesem Auto stehen. Ich übrigens auch, weil das erinnert mich an die schönste Zeit, die ich je an der Rennstrecke erlebt habe. Ja, war eine tolle Zeit. Und wie du sagst, das halbe Formel-1-Feld ist damals... Dann kannst neben du gleich weitermachen mit den Junioren 77, gell? Das ist der nächste Fall. Ja, der hat dich aber viele Nerven gekostet. Das wollte ich noch sagen. Ich bin ja früher selber reingefahren und zu der Zeit, als ich reinfuhr, gab es keine Physiotherapeuten an der Rennstrecke. Ich hatte mal einen Unfall in Daytona und war im Gips und habe dann meinen Arzt gefragt, was ich da machen kann, um wieder fit zu werden. Da sagt er, ja, wieso, beim Motorsport, da machen doch die Autos die Arbeit. Der Fahrer muss ja nur bremsen und lenken. Und das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich ins Management ging, die Fahrer zu unterstützen. Und das haben wir dann bei BMW auch gemacht. Wir sind ja mit den Fahrern ins Fitnesslager gefahren. Wir sind 2 Wochen nach St. Moritz gefahren, haben trainiert und haben die Junioren damals über Winter
technisch ausgebildet, die haben auch Versuchsfahrten mitgemacht. Und das war uns einfach wichtig, junge Leute an den Rennsport heranzuführen. Und alle drei sind ja, haben Karriere gemacht, sind bis in die Formel 1 gekommen. Aber ich möchte jetzt übergehen zu dem diesjährigen Junior-Team. Da haben wir eine andere Aufgabenstellung. Früher haben wir beim ersten Junior-Team hatten wir die Fahrerförderung als solches im Blickpunkt. Und jetzt versuchen wir, ein Team zu fördern, also nicht nur Junioren, sondern ein Junior-Team. Und die sollen zusammenbleiben. Und die haben auch zusammen angefangen. Die haben vor 2 Jahren, haben wir die nach Italien geschickt, zur Formula Medicine. Das ist ein medizinisches Leistungszentrum. Da haben die 2 Monate lang trainiert, nicht nur physisch, sondern auch mental, sind auf die Saison vorbereitet worden und haben da schon im Team zusammengelebt, in einem als Wohngemeinschaft. Sind dann hier zum Nürburgring gekommen und haben am Nürburgring, Nürburgring haben wir gewählt, weil das die schwierigste Rennstrecke der Welt ist und wenn Fahrer diese Rennstrecke beherrschen, sind sie überall gut. Die sind dann im Nürburgring hier in das Feriendorf, von Lindner Feriendorf eingezogen, auch wieder zusammen als Team und haben begonnen mit einem 240i in der kleinsten Klasse. Man muss ja erst die Lizenz fahren. Haben nach 3 Rennen die Klasse gewonnen, sind dann aufgestiegen ins GT4 und haben wiederum nach 3 Rennen im letzten Jahr, im vorletzten Jahr beim 24-Stunden-Rennen die GT4-Klasse gewonnen und sind dann aufgestiegen in die GT3. Also unsere Zielsetzung ist hier, die 3 als Team zusammenzuhalten. Denn wenn man sich vorstellt, die normalen Teams, die Langstrecken fahren, die werden von Rennen zu Rennen oft mit verschiedenen Fahrern zusammengesetzt. Und bis sich die Fahrer ihre Fahrzeuge abgestimmt haben, bis sie sich einig sind, vergeht viel Zeit. Und unsere Leute sind als Team groß geworden. Die kennen sich, jeder kennt seine Stärken. Die wissen genau, wer was kann. Und die sind deshalb als Team, wenn sie sich so weiterentwickeln wie bisher, wahrscheinlich schwierig zu schlagen in der Zukunft. Höchstwahrscheinlich. Das Ergebnis von diesem Rennen, das sehen wir jetzt noch, wir sind jetzt vor dem 24-Stunden-Rennen. Gibt es eigentlich in diesem Dreier-Team irgendwie so eine Art Teamleader oder hat sich da jemand rauskristallisiert über die letzten Jahre? Ja, ich meine, das Schöne ist, die 3, die leben ja zusammen. Das muss man ja auch aushalten. Und die schaffen das und die sind gut, sind aufeinander abgestimmt. Ja, Leader, ich würde sagen, jeder hat seine Qualitäten. Der Teamleader, sagen wir so, der Gruppenleader ist für mich der Max. Der ist der Deutsche, wir leben hier in Deutschland, der hat irgendwo seine Lead-Funktionen. Die anderen organisatorisch richten sie sich nach ihm. Aber ansonsten haben die alle 3 verschiedene Ausgangsbasen. Der Neil, der Amerikaner, ist ein Formelmann. Der Dan, der Engländer, hat Porsche Carrera Cup gewonnen. Und der Max ist ein Tourenwagenfahrer. Und alle 3 haben eine andere Herkunft und alle 3 entwickeln sich jetzt gemeinsam. Die gehen ja die Rennen, jedes einzelne Rennen, jede einzelne Runde durch und korrigieren sich. Und als Team arbeiten sie intensiver und schneller. Man muss sich vorstellen, die haben bisher 13 GT3-Rennen gefahren und sind jetzt schon mit der Spitze, also mal als Maßstab. Dagegen haben andere, die jetzt hier an der Spitze fahren, die haben ja in der Zeit bis zu 50, 60 Rennen gefahren. Also die haben noch Nachholbedarf. Das zeigt eigentlich das Potenzial dieses Junior-Teams. Jochen, darf ich mal kurz einhaken? Was mir unbedingt wichtig ist, nochmal klarzustellen, dass du mit 83, ich hoffe, die Altersangabe stimmt, dein insgesamt 4. Junior-Team führst. Ich finde, das ist eine Lebensaufgabe, nochmal zum guten Schluss, besser kann es nicht kommen. Und du weißt ja, dass du mit allen Junior-Teams erfolgreich warst. Mit dem 1., mit dem 2., mit dem 3., mit dem 4. Es waren nicht alles BMW-Junior-Teams, aber immerhin davon 2, nämlich das 1. und jetzt das letzte. Warum das letzte? Naja, bitte gern. Also wenn du 85 bist und der Van Mail noch mal Geld raustut, dann machen wir noch mal Junioren. So ist das ja nicht. Ich wollte dir übrigens noch sagen, dass einer deiner Junioren genau da wohnt, in den USA, wo dein früherer Assistent wohnt. Nämlich der Kollege Verhegen, der wohnt in Morrisville, in North Carolina. Ja. Weißt du, wer da auch wohnt? Der Mike Kranefuß. Der wohnt da. Der Kollege wird übrigens 85 demnächst. Ach Gott. Dein alter Assistent, dein Nachfolger in Köln. Und der Mike, mit dem ich immer wieder Kontakt habe, der guckt ganz genau zu, was wir hier in Deutschland machen. Der interessiert sich noch immer dafür. Und der, okay. Der ist ja ein echter Amerikaner inzwischen mit Staatsbürgerschaft. Und der hat vor allem auch
eine Karriere gemacht, die wir ihm alle gar nicht zugetraut hätten. Der wurde Ford-Weltdirektor. Ja. Das können wir ruhig bei BMW auch mal sagen, das macht gar nichts. BMW ist im Moment so erfolgreich, das ertragen die gar nicht. Herr van Meel, jetzt habe ich gerade Zeichen bekommen, Sie müssen weiter. Ich hätte gerne mit Ihnen nochmal über die Zukunft gesprochen, vielleicht holen wir das an anderer Stelle nach. Es gibt bei mir eine Tradition, und zwar immer die letzten 50 Liter in der alten Schule, wo drin man die verbrennt. Heute sitzen wir bei BMW M, feiern 50 Jahre BMW M. Wenn Sie nochmal 50 Liter Sprit hätten, in welchem BMW M-Modell würden Sie die verfahren? Im M1. Bravo. Da, bravo, bravo. Da ist die richtige Antwort hier. Da seht das. Und Sie, Herr Nierpasch? Im M4 CSL. Als wäre es abgesprochen gewesen. Nein, das ist übrigens das ist ganz ehrlich. Der M1 ist auch noch ein Werk vom Jochen Nierpasch. Ja. Wollen wir auch nochmal schnell in die Führung bringen. Ja, ja, ja. Ganz genau. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ganz viel Erfolg jetzt für das Rennen. Danke. Und auf die nächsten 50 Jahre. Danke. Genau. Hier übrigens einen stehen, gell? Hier, das ist das Nürburgring-Auto. Ich glaube, das ist das Auto von, könnte so um 83 gewesen sein, 82, 83, Piquet-Stock. War ich schon nicht mehr da, ja. Ja. Ja, ja, das ist das, ja. Okay, vielen Dank. Also, wir fangen einfach an. Seine Königliche Hoheit ist noch unterwegs. Ja. Harald, jetzt muss ich erstmal sagen, herzlichen Dank. Du hast mich vor einigen Wochen angerufen, oder es ist schon ein bisschen länger her, und hast gesagt, du pass mal auf, BMW plant da was im Rahmen des 24-Stunden-Renns zum 50-jährigen M-Jubiläum. Das ist was für dich. Mhm. Und dann sagst du, ich kann da noch nicht so viel sagen, ich weiß nicht so viel, aber ich fahre da was. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht bei BMW. Rainer war parallel, irgendwie hast du auch Bescheid gewusst. Also herzlichen Dank, ohne dich würden wir hier nicht sitzen. Ich habe sofort mein Badehandtuch hier auf das Sofa raufgelegt, irgendwie und schon mal die Liege besetzt. Und jetzt geht's los, guck mal hier, das Licht. Hoheit! Reinkommen! Wenn ich das gewusst hätte, dass du da bist. Ja. Ich wusste, dass das die lustigste Runde wird. Das ist mir vollkommen klar. Lieber Rainer, voll die alte Socke, meine Die Kamera läuft. Ja, 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 klar. Wunderst du dich, dass das die mit Abstand lustigste Runde hier ist? Das wissen wir ja noch gar nicht. Wir haben noch gar nicht alle Runden durchgemacht. Aber erstmal müsste ich natürlich. Es wird noch viel schlimmer. Erstmal müsste ich natürlich seine Königliche Hoheit Leopold Prinz von Bayern begrüßen. Poldi, Mensch, das ist so toll, dass du endlich mal vor einem alte Schule-Mikrofon sitzt. Ja. Wir haben uns schon so oft gesehen und so oft angesprochen. Also jetzt sagen wir es nochmal in die Kamera, weil ich ohne Ende Mails bekomme, wann du denn mal bei mir zu hören bist. Das machen wir, oder? Ja, ohne Ende. Wirklich. Verstehe ich gar nicht. Natürlich. Die wollen alle wissen, wo du deine Rolex versteckt hast am Ring. Ja, 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 das war schon suchen wieder das unten. War übrigens gar keine Rolex, das ist eben, die Leute sagen, es ist eine Rolex gewesen, es war eine MCM-Uhr. Ach so, na, dann ist ich das konnte mir damals so eine Uhr gar nicht ich leisten. Ich suche mal nach einer Rolex, eine MCM habe ich schon dreimal wieder übers Gebüsch geworfen. Ja, aber es war auch keine schwedische Uhr, weil es war am Schwedenkreuz. Der Ausritt war ja brutal. Also, ist jetzt nochmal festgehalten, wir machen da irgendwann nochmal einen Podcast, oder? Ja, auf jeden Fall. Nur wir zwei beiden, ohne die beiden Störenfriede da. So, aber jetzt muss man sagen, es gibt natürlich einen, der hat euer beider Leben komplett im Kopf. Da kann ich nicht mithalten. Was soll ich jetzt hier sagen? Rainer, walte deines Amtes, bitteschön. Entlocke noch ein paar Geheimnisse. Ja, ich danke dir, mein Lieber. Wir haben hier sitzen 157 Jahre Vollgas in der Addition vom Alter her. Wir haben hier sitzen den Herrn Groß mit 50 Jahre Rennsport ungefähr, ganz locker über den Daumen. Und Freund Poldi übertrifft dich noch, der hat fast 60 Jahre am Buckel. Den habe ich 62, 63 im schwarzen Minis erstmal beim Spessartbergrennen kommentiert, sehr respektvoll, seine Königliche Hoheit Leopold Prinz von Bayern. Da kam dann nach dem Rennen zu mir und hat gesagt, weißt du was, mein Freund, sag Poldi zu mir, und das ist es dann, und so ist es bis heute geblieben. Ja. Wunderbar. Harald, du hast die Nummer 44 im Legend Race. Ja, habe ich mir gewünscht. Sag dir das was? Habe ich mir gewünscht. Ja, das weiß ich auch warum. Mhm. Treibst du dann mit dieser 44 wieder genauso um wie 1974 in Hockenheim, als du im Renault 5 Premiere-Rennen mit der 74 auch das Feld ordentlich aufgemischt hast? Ja, aber hier tue ich mich etwas schwerer. Aber der Nachteil hier, hier kann ich nicht bescheißen. Ach, wie schade. Warte, wir werden so überwacht. Die Autos sind wirklich wasserdicht. Die Ingenieure kommen, weil wir wollten, ich wollte auch ein bisschen spielen hier und da und hätte vielleicht meine Reifen ein bisschen präpariert, aber es nützt nichts. Wir kriegen morgen 20 Minuten oder heute Nachmittag nach dem freien Training neue Reifen und ich weiß nicht, welcher Satz mir zusteht, ob die gelost werden oder so. Ich hatte mir schon ein paar Schlichtigkeiten ausgedacht, aber uns sind wirklich in dem Cup die Hände gebunden
und wir sind auch elektronisch komplett überwacht. Also ich hätte ja gewettet, dass du über Nacht irgendwo dir was einfallen lässt, dass du aus dem Mittelfeld ein bisschen rauskommst. Gestern freies Training, du nur in der Mitte, Poldi knapp dahinter. Das ist natürlich für zwei super Cracks nicht unbedingt ein Bild, was die Fans erfreut von euch. Also, ich hatte mir folgende Schlechtigkeit ausgedacht. Als erstes habe ich mir gedacht, als ich gehört habe, dass wir alle mit volle Tanks starten, wollte ich natürlich einen der Mechaniker auf meine Seite locken und dass sie mir nur 20 Liter Sprit geben. Ich hab's gewusst. Das geht aber auch nicht, weil wir mit vollen Tanks starten alle und fahren beide Trainings. Und es wird nicht nachgetankt. Also war die Nummer auch schon mal wieder hinten dran. Dann wollte ich mir eigentlich meinen Satz Reifen mit Weichmacher ein bisschen präparieren. Wie so Kartfahrer. Geht auch nicht, weil ich nicht weiß, welche Reifen mir zugelost werden oder welche ich bekomme. Ja, und damit waren die Möglichkeiten auch... Eigentlich schade, Harald, dass der Hans Heyer nicht dabei ist. Dem wäre was eingefallen. Ja, aber der passt nicht mehr ins Auto. Das Auto wäre über Nacht weg gewesen. Das Auto wäre über Nacht weg gewesen in Wegberg und wäre am nächsten Morgen wieder da gestanden, allerdings anders innerlich. Äußerlich gleich, aber innerlich ganz anders. Ja. Ich erinnere da nur an ein bestimmtes Rennen in Hockenheim mit einem Renault 5 Turbo. Ja. Da war das ähnlich. Da stand der Hans ganz hinten nach dem Training und über Nacht ist ihm was eingefallen und hat er fast gewonnen. Am Ende. Hat er nicht erzählt, was eingefallen ist ihm dabei? Das und, erzählt ja nie jemand. Ja. Und ich kann mich erinnern, der Walter Röhrl am Norrisring ist Fuchsteufel ausgeschrien, weil er in der letzten oder vorletzten Reihe stand. Hier werden nur Bescheiße um mich rum und wir überlegt, nach Hause zu fahren. Ja, mein Lieber, wir haben uns im Vorfeld schon unterhalten. Natürlich haben wir gesagt, die halbe Stunde, die wir für euch haben, die ist ja viel zu wenig. Mit euch müsste man einen Tag reden, weil was ihr beide zusammen angestellt habt in eurer Zeit im Rennsport, das füllt nicht nur hier ein Tages- oder Zweitagesprogramm am Mikrofon, das füllt auch ein ganzes Buch. Aber da fehlen zwei richtig? Personen noch. Bitte? Da fehlen noch zwei Personen. Zum Beispiel? Stuck und Quester. Um Gottes Willen. Das geht. Also wenn die jetzt noch hier wären, dann würde es völlig aus dem Ruder laufen. Ja. Dann kämen wir auch mit der halben Stunde mit Sicherheit nicht hin. Ich glaube auch nicht. Meine Güte. Und wir erzählen heute nur, was erzählenswert ist und was auch jugendfrei ist. Ne? Ja. Wie alt sind denn die Zuschauer? Da musst du den Carsten fragen, der ist der Chef von der Plattform. Ah, die sind schon älter, also da kann alles breit aufgestellt. Rausschneiden kann man immer. Ja. Aber wird anschließend der YouTube-Kanal gesperrt. Ja. Nicht jugendfreier Sendung, verlass dich drauf. Aber du hast ja nur noch ein Bayern. Wir bleiben nur bis zur Gürtellinie. Ja, ne? Gut, genau. Aber bis zum Nabel. Ja. Ich muss sagen, wie viele Anrufe ich kriege, egal, ob vom Stuck-Interviews laufen, vom Alvin Springer, von mir oder so, die Leute rufen immer an und hören sich das an während der Fahrt oder so. Die sind alle, egal wen du bis jetzt interviewt hast, alle so begeistert. Also damit hast du ein richtig schönes, großes Fass aufgemacht. Die Idee ist eigentlich sehr, sehr toll. Freut mich, dass du das sagst. Und ich bin auch gerne hier. Ja, das freut mich wirklich wahnsinnig. Ich habe, glaube ich, auch Rainer ganz viel zu verdanken, weil der hat das tatsächlich nochmal richtig bekannt gemacht auf YouTube. Und ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, der Pandemie habe ich auch einiges zu verdanken. Ja. Und das ist eine tolle Sache. Und natürlich, dass du das hier heute in die Wege geleitet hast. Wie ist denn das eigentlich, unter den ganzen Legenden zu fahren? Wer fährt denn da jetzt noch am härtesten eigentlich von euch? Also, Steve Super, Johnny, ich muss sagen, ich habe das mehr als ein Event gesehen. Aber nach dem gestrigen Training und habe meinen ehrgeizigen Kollegen in die Augen geguckt und wie die anschließend alle dran waren und wollten sich einen Vorteil verschaffen, da habe ich gedacht, hör mal, es geht eigentlich um nichts. Es geht um die Ehre, ein Zusammentreffen, aber naja, das die gehen beißen jetzt, alle durch die Reihe. Und ich muss sagen, unter den ersten sieben ist es sehr, sehr hart. Ich kann auf P3 fahren, aber ich könnte genauso gut auf P7 abrutschen. Und dann fehlen mir aber maximal 4-5 Zehntel. Zur Entschuldigung muss man natürlich sagen, ihr zwei seid die fast Ältesten im Feld. Arturo. Arturo Merzario ist noch 2 Monate älter. Ja. Was? Nur nebenbei. Der ist 79. Ich dachte, der wäre viel älter. Nein. Arturo ist 2 Monate älter als optisch. Du. Das sieht zwar noch älter aus, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Du bist der Zweitälteste in der Stube, also in der kleinen Stube der 12. Dann kommt Harald danach. Und dann kommt Harald, 7 Monate später. Der wird 79, ist noch 78, du wirst 80. Jochen? Nee, ich werde 79 am 21. Juni. Nächstes Jahr werde ich 80. Habe ich doch gesagt, nächstes Jahr. Achso, nächstes Jahr. Ich höre schon schlecht. Also Startaufstellung wäre, nach Jochen Nerpasch Idee,
Arturo Merzario, der Älteste, Poldi, meine Wenigkeit, Jochen, und dann weiß ich aber nicht weiter. Johnny ist 66, Steve ist 66. Johnny ist 66. Ja. Klicke die Klicks. Steve 66. Ist auch so. Aber Olaf ist auch so. 67. 62, glaube ich. 63. Wie alt ist der Schieber? Der hat auch eine 6 davor. Oh, 6. Ja. Der ja. Olaf ist 67, mein 67, Lieber. 67, ja. Belästigen Sie euch eigentlich auch mit diesen Kurvenanalysen danach? Müsst ihr die ganzen Daten auslesen und kriegt ihr gesagt, in welchen Kurven ihr mehr auf dem Gas bleiben müsst? Oder? Nee, das ist bei denen noch so, wie es früher war. Die dürfen nur nach Gefühl fahren. Nach Mails gucken nach Gefühl, und nicht ja. Meeting und Daten auslesen. Und das Tolle ist, die Autos sind alle gleich lackiert. Also Lack austauschen fällt gar nicht so sehr auf. Ihr könnt euch ruhig anlehnen. Ja. Die sehen alle gleich aus. Geile Farben haben wir dann wieder. Ich glaube, der Dirk Adolf ist der Jüngste. Ja, der Dirk ist das Nesthäkchen, ist aber auch nicht der Schnellste, was mich sehr wundert, denn der steht ja noch im Futter. Ja, und der hat die meiste Erfahrung auf dem Auto. Ne? Also das wundert mich wirklich. Ich hätte ihn nach vorne getippt eigentlich, muss aber sagen, dass ich den Hut ziehe vor dem Erik van der Poel. Ja. Mein lieber Mann. Moment, der hat dies ja schon 4 Rennen gefahren. Ja, der ist noch der aktiv. Der steht voll im Saft, der alles. Hat ich habe im September letzte Mal im Auto gesessen. Aber das war mir klar. Erik hatte ich voll auf der Liste. Das ist so ein ruhiger. So und der Bill Oberlin, den darfst du nicht vergessen. Ja. Der ist auch wahnsinnig ehrgeizig. Die Speerspitze von BMW in den USA. Gell? Seit Menschengedenken. Unglaublich, der Typ. Ja. Alles dort gefahren. Auch sehr engagiert. Daytona, Le Mans auch noch mit dem V12, glaube ich. Ja. Der aber wollte schon sein ganzes Auto umbauen. Poldi, wenn ich dich so angucke, du bist ja nur BMW-Inventar. So kann man das wohl sagen. Ne? Du hast heute einen Vertrag als Markenbotschafter. Für BMW, fährst noch historisch, für BMW, für dich und ansonsten machst du ein schönes Leben am Starnberger See, ne? Naja, gut, es gibt noch viele andere Dinge, die ich zu tun habe. Einmal die Familie repräsentieren, dann habe ich diese ganzen Clubs, Schützenvereine und dann bin ich Protektor, dann bin ich vom Special Olympics der Präsident in Bayern, im Förderverein. Ich könnte jetzt die ganze Latte aufzählen, aber was bei mir halt ist, bisschen schwierig, oder ich erzähle es mal so, ich habe ja eine große Verantwortung zu Hause, auch gegenüber meiner Familie, meinen Kindern und ich muss sagen, für mich ist eigentlich der Motorsport immer was ganz Besonderes gewesen und für mich ist aber auch der Motorsport nicht mehr so, wie ich es vor 10 Jahren betrieben habe, weil ich sehe das alles so mehr, ich muss ja nicht mehr beweisen, wie schnell ich bin. Ich möchte einfach Spaß haben und Freude haben und wenn dabei irgendeine Platzierung rauskommt, dann freue ich mich. Es gibt ja andere, die auch genauso denken, aber dann ziehen sie den Helm auf und dann ist alles anders. Also ja, die, aber ich kenne da auch ein paar. Da kenne ich auch. Ja, ja. Aber musst du denn immer reagiert noch, gar nicht. Musst du denn immer noch, Poldi, wenn Könige und Fürsten heiraten, da antreten mit der Frau Gemahlin zu den Hochzeiten und zu den Jubiläen? Ja, es gibt natürlich eine ganz enge Verbindung zum schwedischen Königshaus. Der Karl Philipp ist der Sohn vom König von Schweden, das ist mein Patenkind. Und wir haben immer schon früher sehr viel Kontakt gehalten, weil der Onkel, Bruder meiner Mutter, hat die Schwester vom König von Schweden geheiratet, Prinzessin Birgitta. Und seitdem kenne ich den Karl Gustav, kenne ich seit seinem 12. Lebensjahr. Und dazu ist er immer, deswegen ist immer so eine gute Verbindung zu dem schwedischen Königshaus. Und wenn natürlich irgendwelche Anlässe sind, dann fliegen wir rüber nach Stockholm und wohnen auch im Schloss und haben immer große Freude, wenn wir dann die ganzen anderen Königshäuser treffen und so ist es eine große Familie und ja, ich freue mich immer wieder, ihn zu sehen, den König und die Königin und hier habe ich das erste Mal 1972 bei der Olympiade in München kennengelernt als Hostess und seitdem verbindet uns eine große Freundschaft und wir haben immer regen Kontakt. Ich möchte den Harald noch was fragen. Harald, du bist, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt, der um die 60 24-Stunden-Rennen gefahren ist. 61. Also Daytona, Nürburgring, Spa, Dubai und was es alles sonst noch so gibt auf der Welt. Und du hast kein einziges gewonnen. Nein. Nein. Ich habe teilweise Fehler gemacht, teilweise durfte ich auch nicht gewinnen. Ich sag dir eins, hier am Nürburgring 1988, deutsches Team, Lucky Lindner mit seinem Team, Heger, Mantai, Groß. Uns Chaoten haben sie nicht die Chance gegeben, dass wir am anderen Morgen noch dabei sind. Bis 3 Uhr am Nachmittag ist das Auto perfekt gelaufen und es hat sich nur vor mir ein Auto gedreht, den habe ich leicht angeschubst, war wirklich aber nur eine kleine Beule drin. Und ansonsten alles picobello und wir haben immer die ganze Konkurrenz mit 60, 80, 100 Sekunden
in Schach gehalten. Und dann hieß es auf einmal um 3 Uhr groß, 1000 Umdrehungen weniger auf Ankunft. Ich sage, ihr könnt mich mal gerne haben. Vorausgegangen war aber, dass ich eine große Klappe hatte, habe dem Lucke Lindner, dem Alfred Heger und dem Olaf Manta versprochen, ich gehe als letztes rein oder habt ihr auch einen Arsch in der Hose und haltet euch dann nicht in Ordnung. Ja, nicht so richtig. Und ich natürlich mit meiner großen Klappe habe ich gesagt, okay, ich muss ja noch einmal reinkommen zum Tanken. Ich bleibe aber sitzen, das Ding ziehe ich durch. Ja, und dann ist der Charlie Lamm, Gott habe ihn selig, immer wieder zum Wolfgang Peter Flohr gegangen, hat gesagt, der Groß ist immer noch 80 Sekunden vorne. Und ich war genau Höhe Adenauer Forst, das werde ich nie vergessen. Da brüllt der Herr Flohr in den Funk rein und hat mich zusammengeschissen. Aber wirklich, ich musste meine Gänge neu sortieren. Und dann habe ich anderthalb Runde gebraucht, um zu überlegen, was machst du jetzt? Gewinnst du jetzt endlich Nürburgring, stehst zu deinem Wort, weil Auto war picobello, oder holst dir Dienstag die Papiere in München ab. Die beiden Möglichkeiten waren. Und dann habe ich noch mal eine Runde richtig hingebrannt, dass mein Auto und der alte Groß kerngesund waren, dass alles picobello waren. Und dann habe ich mich doch entschlossen und dann hat der Lucke Lindner gesagt, Harald, wir kriegen Probleme, bitte halt dich an der Ordnung, vergesse ich nie. Ganz brav, der Lucky, so wie er halt war. Über den Kollegen Flohr haben wir ja gerade einen Podcast gemacht. Ich habe ja ein bisschen was erzählt über Wolfgang Peter Flohr und seine spezielle Amtsführung. Mhm. Und das war aber auch ein Stück gute Motorsportgeschichte mit Flohr, keine Frage. Ne? Ja, und dann bin ich auf jeden Fall Zweiter geworden, dann wollte ich nie auf Siegerpodest. Ich war wirklich stinksauer. Im eigenen Land schmeißt den Sieg weg. Letztendlich passierte Folgendes, weil, ich muss auch dazu sagen noch, Heger, Mantai und ich haben wirklich 23 Stunden Drecksarbeit gemacht und haben die Ford vor uns hergetrieben und wir haben alles vernichtet in Grund und Boden und dann wirst du nicht belohnt und dann darfst du nur Zweiter werden. Ja. Aber das nachfolgende Schnitzerauto war international besetzt. Frankreich, Italien, also der Girard war drauf, Peppero war drauf, ja. Roberto war unser König. Und dann musste ich mich halt beugen. Und dann bin ich dann noch zähneknirschend zur Siegerehrung gegangen. Dann haben sie mir anschließend gesagt, warum, weshalb, wieso. Und sie machen alles besser. Ja. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas dazu sagen kann. Du kannst immer was sagen, Harald. Dann passiert Folgendes, weil ich dann brav war und habe mich ergeben. Dann anschließend kam kurz Avus, habe ich Pole Position gefahren. Da war der auch stinksauer, weil ich seine 5 Mercedes, sein ganzes Startbild kaputt gemacht habe, obwohl mich 2 Mercedes einen guten Windschatten gegeben habe, rauf und runter, und dann kam Spa. Erik van der Pöhle hatte ich als Kollege beim Schnitzer dann, und dann hieß es, van der Pöhle, Groß fahren alleine und unser König, Herr Ravaglia, steigt dann am anderen Vormittag, sucht er sich dann aus, entweder auf unser Auto zu kommen oder aufs besser platzierte Auto, je nachdem. Der Herr Ravaglia hat sich dann für das andere Auto entschieden, hat dann Probleme gekriegt, aber konnte nicht mehr umsteigen auf unser Auto. Und der Erik und ich, das kann ich euch sagen, 20 Stunden bis dahin, 21 Stunden alleine, die ganze Nacht die Drecksarbeit gemacht. Und der Erik war so enttäuscht und hat so geweint, weil da durften wir auch wieder nicht gewinnen. Also, ich habe teilweise einen Fehler gemacht, wie auf der Nordschleife morgens mit 1 Minute Vorsprung mit Stuck und Quester, wie ich aus dem Karussell raus das Auto weggeworfen habe. Da musstest du aber fliehen von hier, das sind sie dir nachgestellt. Ja, aber ich habe keinen Fehler gemacht. Ausgang Karussell, statt ein Auto quer auf der Straße bei widrigen Umständen. Ich sehe das dunkle Auto und er hatte alle Lichter aus, um den wohl neu zu starten. Ich habe vielleicht auch im Moment gepennt und bin dann nach rechts ausgewichen, als ich ihn gesehen habe, und auf der nassen Wiese habe ich ein Auto verloren. Ja, ist halt so. Kommen wir zum Ende, ja. Sonst kriegen wir mit der Zeit hier ein Problem, weil wir wollen noch ein paar Ründchen mehr machen. Mhm. Du hattest eine Frage an mich. Ich hatte noch eine Frage. Ja. Wie glaubst du jetzt, dass dieses Race of Legends mit den M2s verläuft, so von der Kampfhandlung her? Gehst du mal wieder so in deiner üblichen Art mit der Konkurrenz um oder lässt es etwas freundlicher angehen? Also ich kann nur so viel sagen, die BMW-Verantwortlichen haben noch
keine Worte an uns gerichtet, wie wir uns verhalten sollen. Aber nach dem Training heute Nachmittag wird es sicherlich abends eine Sitzung geben, weil ich glaube, wir sind mit 6, 7, 8 Autos in einer Sekunde, sollen eine gute Show machen und nach Möglichkeit auch im Zuge der gesamten wirtschaftlichen Situation die Autos am Stück lassen. Ich werde sicherlich dem Adolf dem einen oder anderen mal einen verpassen, damit ein bisschen Stimmung kommt. Es muss ja kommen. Und mit Steve und Johnny ein bisschen, die sind unempfindlich. Und ansonsten werde ich mich aber auch um den M-Chef, um den Frank kümmern und um Poldi ein bisschen. Es ist hier ein tolles Event. Und ich muss sagen, ob ich hier jetzt 4., 6., 7. werde, ist eigentlich egal. Aber in der gesamten Truppe hier zu fahren. Ja, ich werde schon die ersten 5, 6 Runden beißen und Gas geben und ein bisschen alles vielleicht strubbelig machen. Aber Gewinner ist schwer. Also mein Traum ist, oder ich werde so beißen, dass ich natürlich leider auch mit völlig legalen Mitteln, wenn ich P5 habe, dritte Startreihe starte, zweite Startreihe, Glückstreffer mit 1, 2 Zehntel, dann wäre ich sehr zufrieden. Poldi, hast du den Eindruck als Schlussfrage, dass die ganzen Freunde, die da mitmachen, auch im fortgeschrittenen Alter noch Ehrgeiz entwickeln oder machen die mehr Halligalli und Also ich glaube, da sind schon einige Kameraden dabei, die Ehrgeiz entwickeln, hat ja der Harald schon vorweg gesagt, vorne die ganz vorne stehen und ich finde halt, ich finde es die Idee einfach wunderbar, 50 Jahre in den Motorsport und dann diese ganzen alten Legenden zusammenzubringen. Aber ich glaube nicht, dass wenn die den Helm aufziehen, dann wird es wie die alte Zeit wieder geben. Und die werden dann natürlich jeder zeigen, wer da vorne mitmischt. Ja, muss er dann dem Jochen Maas auch noch sagen. Ne? Er kommt gleich, der steht jetzt in den Start. Der gute Jochen, ja. Aber ich glaube, wir werden wunderlich angewiesen. Es geht um nichts. Das ist ein Rennen, was Spaß machen soll und für die Zuschauer soll es irgendwie ein gutes Bild sein, wie der Harald schon gesagt hat, dass das Feld ein bisschen zusammenbleibt und nicht auseinanderzieht. Und das ist das Allerwichtigste und ich werde dafür sorgen, dass sie ein bisschen langsamer werden. Hat hier jemand mit per Fernsteuerung diese Kaffeemaschine in Betrieb genommen? Das ist sensationell. Das zieht sich wie ein roter Faden durch meine Podcast, dass diese Automaten immer ein Eigenleben entwickeln. Das ist immer klar. Nun fängt der an und fängt an, sich durchzustellen. So, jetzt komme ich noch mit meiner... Ja, ich glaube, dass das Rennen recht kompakt wird. Wir werden viel zusammen machen. Wir werden ein bisschen untereinander spielen. Die ersten 5 Runden werden wir vielleicht alle beißen. Dann geht der Reifen automatisch eine Sekunde in den Keller. Und ich werde mich aber ein bisschen um meinen Freund Poldi kümmern, habe ich ihm versprochen. Du machst mir bitte die Leute schieben, ja, oder was heißt zur Seite. Und, der ist dann dein Erziehungsberechtigter. Wir werden uns schon nach Möglichkeit anständig verhalten. Also es ist eine Riesenshow. Da habe ich noch meine allerletzte Frage. Es ist immer üblich, die letzten 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahrt ihr es? Und jetzt machen wir es heute mal, in welchem M-Modell macht ihr das? In welchem M-Modell der Historie würdet ihr die letzten 50 Liter Sprit, wenn es keinen Sprit mehr gibt, die letzten 50 Liter verfahren? In welchem M-Modell? M1. M1, okay. M3. Das ist der zweite heute schon. Auf welcher Strecke? Ja, Nordschleife. Nordschleife, alles klar. M325 Evo, letzter Stand und von mir aus auch im Regen, weil der M3, der Evo, die letzte Ausbaustufe war ein Traumauto auf der Nordschleife. Ein wunderbarer Schluss. Harald ist auch der erste Sieger mit einem M3 in der DTM. Ja, genau. Stimmt? 87. Immer noch dem erfolgreichsten Tourenwagen der Geschichte. Ja. Und das Auto von Harald läuft noch heute bei den historischen. Und noch sehr erfolgreich. Als Bar ist der Besitzer in Wiesbaden. Sehr, sehr erfolgreich. Aber ich freue mich, wenn es morgen regnet. Da freue ich mich schon. Morgen regnet es nicht. Morgen ist schön. Also, vielen Dank euch beiden. Gerne. Wir sprechen uns nochmal hoffentlich. Ja. Und ganz viel Erfolg beim Rennen, ganz viel Spaß. Du denk dran, Harald, ich habe eine Kamera bei dir drin. Ja, da freue ich mich drauf. Ja, ich werde schöne Bilder liefern. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.